Herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction auf meinem Kanal. Neben mir sitzt dieses Mal der eine von Groovy Dudes. Ich bin der eine von Groovy Dudes. Wir haben uns heute hier zusammengesetzt, weil wir teilgenommen haben an einer Cypher zusammen. Das war Roundhouse. Der Betreiber ist der Chris, oder? Chris Roundhouse quasi. Ja genau, ich weiß nicht viel darüber. Also er und Koya, die beiden von Groovy Dudes halt, haben mir das erst, ich glaube, vor 2 Monaten mitgeteilt, dass die da in der Cypher mitmachen. Und erst hieß es auch, dass da leider kein Platz mehr ist. Später ist dann was frei geworden, da habe ich mir gedacht, ey, schreibe ich da noch ein Part dazu. Ich komme auch chronologisch gesehen direkt hinter euch, soweit ich weiß, in dem großen Cypher-Track, den die gemacht haben. Da sind auch ganz viele andere Namen vertreten, die mir auch alle nichts sagen. Ja, ich habe halt nie davon gehört, von den Leuten. Die sind mir halt alle relativ unbekannt, aber ich glaube, die sind alle bekannter als ich, soweit ich weiß. Wer zum Fick ist denn Lecter? Keine Ahnung, Alter. Dieser Keck-Klepp. Können wir einfach nochmal von neu. Ich bin so unangenehm, Junge, vor der Kamera. Also das Ding ist, er hat den Track schon einmal gehört. Zweimal. Zweimal sogar. Ich halt noch kein einziges Mal. Ich habe das Video nicht gesehen. Alles, was ich gesehen habe, waren das, was wir aufgenommen haben. Ihr habt ja auch den Videodreh bei mir auf Instagram gesehen. Für die, die es nicht gesehen haben, folgt mir auf Instagram. Folgt Groovy Dudes. Ihr habt mehr Follower. Ich kann 502. Du musst überall was abgreifen, wie so ein Geier. Ja, wie viele Abos habt ihr? 502. Auf YouTube oder auf Instagram? Auf YouTube haben wir nicht viele. Ernsthaft? Ich dachte, ihr so 5.000 auf YouTube. Yo! Hä, hab ich wirklich? Junge Schorle gewinnt. Nein, wir haben Aufrufe, aber wir haben doch kein 5.000 Abos. Alter! Mit dabei, 4ZKW, Starthilfe-Kabel, Nude Ranch, Groovy Dudes, Lecter und Big Daddy X. So, los geht's. Ich bin wirklich übel hyped. Ich hätte schon gestern gucken können, aber ich muss halt warten. Oha. Leckt er? Die sind hübsch. Junge, hat er extra dieses Impfen reingemacht? Ja, okay, wisst ihr ja gar nicht. Videodreh war folgendermaßen: Koya hat seine Kamera und seinen Gimbal mitgenommen. Ich habe das Lichtzelt abgemacht. Und dann haben wir da halt schnell bei so einer Parkhausruine gedreht, wo ich übrigens 30 Euro Strafe zahlen musste bei einem scheiß Rewe-Parkplatz, obwohl ich umgeparkt habe. Also Budget von 30 Euro quasi. Ungefähr, ja. Ich glaube, das war sogar das höchste Budget von allen insgesamt. Ich wusste auch gar nicht, was ich anziehen sollte. Ruhm hat auf schnell irgendwie all white. All white? Und ich hatte halt mein Mimi-Pullover an, den ich noch zu Weihnachten bekommen habe. Koya sieht man da gar nicht in dem Shot. Mann, das war so spontan. Ich hatte einfach keine Hose dabei. Ich hatte einfach nur mein Schorle-Gewitter-T-Shirt dabei. Ich dachte mir, scheiße, was zieh ich denn jetzt an? Oder ich wollte eigentlich einfach so gehen. Koya kam nur, hä, Dicker, das ist ultra scheiße. Hier, zieh meine weiße Hose an. Ich so, was? Ja, zieh die an. Aber keine Flecken drauf machen, das war ganz wichtig. Ja, auf jeden Fall, Koya hat das im Nachhinein dann noch geschnitten, hat so seine Editing-Magie gemacht in Adobe Premiere. Ich finde eigentlich, dass das ein geiles Ding geworden ist. Das ist jetzt ja. Big Daddy X. Ey, das ist T-H-R-I-S, hör zu dem Haus. Alle meine Freunde sagen, hör doch mit den Drogen auf. Ich heuchle Interesse, nicke lächelnd zu. Und ich denke mir, viel Spaß mit deiner Kindergarten-Crew. Und wir sind live in deiner... Ja, okay, also blicke lächeln zu, Kindergarten-Crew. Kindergarten-Crew gibt's, ich bin mir so sicher, dass ich schon gehört. Also, ja, das Ding ist, 2 Silben sind ja darin unsauber. Das ist ja ein 6-silbiger Reim insgesamt. Er sagt ja, nicke lächeln zu, nee, 5-silbig. Und aber dieses lächelnd reimt sich ja nicht auf Garten zwischendrin. Also sind es nur die ersten 2 und die letzte Silbe am Ende. Aber ich finde es trotzdem ganz gut. Ja, ich bin einfach nur, das Kindergarten-Crew hat mich gecatcht, weil es kommt aus irgendeinem Trailerpark-Alligator, aus irgendeinem von denen. Der hat das Wort schon mal benutzt, toll. Danke. Ja, wow, okay, die haben das gepachtet quasi. Ja. Nee, Start und wir reißen alles ab, unsere Shows sind legendär, denn wir sind komplett abgefuckt. Stehen auf der Bühne, pures Adrenalin, und das Schreien unserer Fans wohl wie Amphetamin. Doch ich... Auch wieder aus. Das Adrenalin auf Amphetamin. Amphetamin, Junge, Das Ding ist... Es ist so schlimm, der benutzt halt Wörter. Der benutzt Wörter, die du kennst. Trailerpark schon. Aber ich weiß, er ist großer Trailerpark-Fan und ich bin... Sieht man ihm auch so ein bisschen an, finde ich. Deswegen dieses pures Adrenalin wie Amphetamin, das hat mich jetzt schon stark an Trailerpark erinnert, einfach vom Klang her, ja. Und im Hintergrund auch die Melodie. Da hast du die ganze Zeit dieses E-Gitarren-Sample, genau, im Hintergrund. Genau, und das erinnert mich schon sehr krass an Trailerpark. Ja, das stimmt schon. Ich finde auch, dass bei dem Beat im Hintergrund, dass das Rock-Element mehr im Vordergrund ist als halt der Hip-Hop-Teil. Bei Hip-Hop hast du sehr basslastige Musik, wo wirklich die Kick-Drum, der Bass im Vordergrund ist. Das hat halt richtig Druck. Die Tiefen gehen richtig nach vorne. Mhm. Hier ist es aber halt so, du hast ja wirklich die E-Gitarre, die sitzt ganz vorne, das Schlagzeug geht ein bisschen unter, habe ich so das Gefühl. Ich weiß auch, beim Draufrappen hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten, weil da war das Ding noch ungemischt und da war es halt noch nicht ja, so krass. Ja, das war echt ein bisschen, bei mir haben sie ja auch erst versetzt gehabt. Die wussten einfach nicht, wo ich einsetze. Ich fände, der Grundbeat hatte nicht so viel
zu geben. Also ihr müsst überlegen, wir haben das jeweils aufgenommen, er ist auch zu mir ins Studio gekommen und im Nachhinein, wir haben denen dann die Spuren geschickt und die haben die dann bei sich auf den fertigen Track gelegt in ihrem Programm. Problem war dann, wie gesagt, das ist bei Ruben halt leider zeitlich verschoben, weil das war ja ein bisschen kritisch, aber sie haben korrigiert, also es war wirklich angenehm, mit denen zusammenzuarbeiten. Ich weiß noch nicht ganz, was ich von seinem Stimmeinsatz halten soll. Ich höre ihn ja auch, glaube ich, das erste Mal gerade. Ich finde es nice auf dem Track, der hatte mal einen anderen Track, ich glaube, das war einer der neuesten, der rauskam, ich weiß gerade echt nicht mehr, wie er heißt. Da stehen die auch auf so einem kaputten Gebäude, wo wir gedreht haben. Ja, natürlich. Stehen die oben drauf und da singt er drüber so. Je tiefer der Fall, desto höher der Schrei. Irgendwie so. Da, finde ich, hat der Druck gefehlt in der Stimme. Ich finde, der ist jetzt hier mehr da. Ja, geht durch. Aber er muss auch bei so einem Track, also wenn du den da nicht hast. Er probiert auf jeden Fall so diesen Metal-Sound zu bekommen, oder? Ja, schon. Ich glaube, er ist auch auf jeden Fall Fan in der Richtung. Das merkst du deutlich. Ich weiß nicht mal, ob er so starker Alligator-Fan ist. Ich denke mal, er mag ihn einfach, weil die sich eine Stilrichtung teilen. So wie er aussieht, so mit den Tattoos und dem Lifestyle, ist er, glaube ich, primär wirklich eher Rock- und Metal-Fan. Würde ich ihn einschätzen. Ich habe ja keine Ahnung. Ja. So von der Musik, die ich bis jetzt gehört habe, voll peinlich, dass wir einfach nichts von dem gehört haben. Aber ich habe schon mal ein bisschen reingehört und die klingen ähnlich alle so, die Lieder. Also der hat auf jeden Fall diesen Metal-Sound drin. Und ich finde, es hat, wie gesagt, auch diese bisschen Trailer-Park-Elemente, so als Hommage, glaube ich. Das finde ich gut. Finde ich schon jeden Fall gut. Was ich geil finde, der hat so ein leichtes, wie nennt man das? So ein leichtes Slap-Delay auf der Stimme. Also ein Delay ist ja eigentlich ein Echo-Effekt, aber ein Slap-Delay klingt wie so ein ganz naher Raum halt. Der war vor allem auf den Raps von den 90ern und frühen 2000ern zu hören, viel auf Eminem-Tracks. Das gibt eben was zu diesem Rock-Vibe dazu. Das erinnert mich ein kleines bisschen an das Recovery-Album, wo er auch ständig halt diesen räumlichen Effekt drauf hatte. Das finde ich, das trägt halt nochmal zur Stimmung bei. Jetzt, der Bühne pures Adrenalin und das Schreien unserer Fans wird wie Amphetamin. Das hörst du auch bei den Doubles dann halt stark raus, wenn er sich selbst doppelt, da kommt das nochmal richtig dazu. Ich finde es halt auch gut, der spricht ja im Text jetzt gerade die Shows an. Die haben auch schon Shows gemacht, also das ist nicht so wie wir, die einfach nur in ihrem Bungalow sitzen und Mucke machen. Ja, genau. Die haben auch schon wirklich Shows gespielt, also der spricht da Real Rap. Ja, genau, wir sind eher so die Eremitenkünstler, bei ihm ist es halt, ich glaube, die leben das mehr. Also die Groovy Dudes sind mehr so die Narnia-Künstler, weil wir nehmen halt auch im Kleiderschrank auf, also es ist halt saugeil gesagt. Ich habe auch noch nie irgendwie live gerappt oder so. Es kommt noch. Es kommt noch. Du schon Modus Mio Play, das kommt. Es kommt auf jeden Fall noch. Ich mache nicht auf Gangster, das wäre unerhört. Ich bin ein psychisch kranker, abgefuckter Kill von Junkie Nerd. Ich bin wie Jimi Hendrix, nur 4 Meter breiter. Und ich steppe in die Cypher und reiche das Mikro weiter. Er steppt in die Cypher. Und reicht das Mikro weiter und dann ist er wieder da. Nein, was? Weiß ja nicht. Ja, wie Jimi Hendrix, guck, da hörst du es. Also ich glaube, doch, der ist ziemlicher Trailer. Ja, okay, wenn er jetzt schon Jimi Hendrix sagt, nur dass er breiter ist. Der hat auf Alligator reacted, das habe ich gesehen. Und da hast du auch gesehen, also der hat auch viel erzählt, dass er den echt feiert. Und dass er war sehr wohlgesonnen dem neuen Lied entgegen. Ja. Er fand es ziemlich gut, ja. Ja, ich fand es auch geil, Alter. Das hat mir sehr gefallen. Ja, ich habe deine Reaction gesehen. Ich weiß, dass du meine Reaction gesehen hast. Warst nicht so überzeugt davon. Doch, ich habe nie gesagt, seid ihr mal gut. Aber nix stoppt die Title Reaction. Danke. Ja, die hat ja auch 2000 Aufrufe. Herzliches Dankeschön nochmal an die Zugucken. Ich habe Liebe geht so raus. Warte. Du musst so. Das macht man heute. Ja, das hat mir meine Freundin auch schon gezeigt. Wie findest du die Location? Sieht aus wie bei meiner Oma damals, bevor die den Dachboden umgebaut hat. Ich finde es nice, dass er wechselnde Dinge hat. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Er hat wechselnde Hintergründe. Er nimmt auch in seinem Zimmer auf, in seinem Studio, gehe ich mal von aus. Mhm. Finde ich ganz cool. Das fühle ich gerade, diesen Hintergrund da. Ja, das hat halt, ich finde, das trägt halt ganz gut zum Feeling bei, ne? Auch die Bewegung, die er macht, ja. So ist eigentlich alles fit. Also kaputte, raue, alte Gebäude sehen irgendwie immer cool aus. Ich finde, also er bewegt sich zum Beispiel auch besser vor der Cam als ich zum Beispiel. Ich war ja voll verstockt. Das sehen wir aber später noch. Auch geil, wie er so die Kamera wegschlägt. Und dann ist er wieder da. Ja, okay, aber ist es geil gemacht? Weiß er nicht. Danke fürs Zuhören, noch was in eigener Sache. Okay. Der kommt von der AfD-Welle und mehr wie unsere Bandkasse. 2022 regnet es nur noch Bares. Denn Brown zu dem Haus droppt das Album des Jahres. Ich fand's einmal komisch, dass bei der zweiten Zeile der Reim ein kleines bisschen zu spät kam. Also nach der AfD-Zeile, dann kam der Reim da drauf und der nächste, der kam ein bisschen zu spät. Ja, also der hat ihn ein bisschen lang gezogen. Ich hab da auch nicht genau verstanden, was er jetzt gerade gesagt hat. Er hat gesagt, der Kopf von AfD, irgendwas auf unserem Cover. Oder wer gut auf unserem Cover war, der wird sich gut tun. Irgendwie so. Aber da geht's in die politische Richtung. Ja, das ist halt so. Wollen wir gar nicht von Anfang. Da will ich aber mich da fernhalten. Aber das, also wie gesagt, finde ich eigentlich gut. Bringt mir den Kopf von Julian Reichelt. Das hat auch diese KIZ-Vibe. Ich glaube, der weiß auch, wo er die Sachen hernimmt und wo er die Inspiration hernimmt. Und ich glaube, da schämt er sich auch nicht für oder so. Auch. Also ich glaube, da muss man sich auch nicht für schämen. Ist halt sehr stark linksorientiert, glaube ich, ne? Vielen Dank fürs Zuhören, noch was in eigener Sache. Der Kopf von der AfD-Welle und mehr wie unsere Bandkasse. 2022. Wer? Da kam der Reim. Werner Levin und so.
unserer Bandplatte. Ja, das ist war, das war ein bisschen komisch, ja. Finde ich cool, dass sie noch ein Album angekündigt haben. Wer ist denn alles Roundhouse? Das ist er und seine Band. Ich weiß es, ich weiß nicht. Es sind halt noch, ich glaube, es sind noch zwei, drei andere Leute, die spielen, aber er ist der Leadsinger. Und die haben halt zusammen dieses Instrumental gemacht, ne? Ja, Roundhouse ist halt die Band von ihm, ja. Finde ich aber an sich geil. Das ist, also das Riff, das Gitarrenriff an sich, finde ich sehr geil auf dem Track. Das hat ein gewisses Feeling. Ich weiß nicht, ich wäre halt auch gerne beim Beatmaking dabei gewesen. Auch gerne so ein bisschen Einfluss darauf genommen, ne? Das ist halt so dieses typische Kontroll. Den Kolja bestimmt auch, oder? Ja, das ist, also, das ist wirklich so, man hört das und denkt sich so, ah, das hätte ich gern so gemacht, das hätte ich gern so gemacht. Weil wir sind ja alle so ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Gerade ihr, was Musik angeht, ich jetzt nicht so musikalisch, weil ich ja einfach nicht so Ahnung davon habe. Aber generell, ihr wollt dann halt auch eure Ideen immer umsetzen. Deswegen kannst du auch schlecht jetzt dir irgendwie einen Cutter organisieren oder das machen. Schon. Weil du einfach, du willst es halt selbst machen und du hast diesen Anspruch, das alles gut und selbst zu machen. Und damit du es genauso hast, wie du willst. Deswegen, schon. Es ist so schwer, was anderes abzugeben oder mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, weil du einfach so merkst, ah, du hast nicht mehr alles unter Kontrolle und das ist richtig schlimm. Aber ich fand es trotzdem, ich finde es auch geil, trotz allem sich ein bisschen gehen zu lassen. Also ich finde, das ist ein cooles Ding geworden am Ende. Ja. Das ist jetzt Starthilfe-KB? Das ist 4ZKB. Das ist 4ZKB und jetzt geht's der Reihe nach, oder wie? Also 4ZKB ist Starthilfe-KB? Weiß ich nicht. Fragezeit und TKKG. Auch nicht die fünf Freunde, wir sind 4ZKB. Tarzan, Kai und Klößchen und Gabi die Pfote. Schnappt euch die Verbrecher, wir schnappen uns die Note. Daraus basteln wir Akkorde. Mit drei Rang unser Gott, die kombinieren wie Genialius und Peter und Bob. Manu, Wally, Bedi, Tilly, der Senioren, Punk, Bund. Rocken wie Julian, Dick und Nen, Josh und Timmy, der Hund. Ich find's geil, wie er sich reinsteigert, ne? Ich fand's auch, nein, also wie ich es gehört habe das erste Mal, weil ich hab's ja schon mal gehört. Ich fand's gut, ich dachte mir, das ist voll die interessante Stimmfarbe, also habe ich so noch nicht gehört. Das ist ja relativ hoch. Ich fand's erfrischend, es war cool und dann noch diese Anspielung an TKKG. Mit Timmy der Hund, das war geil, wie er das reingeschrien hat. Ja, hat mir gefallen, hat mir zugesagt. Ich kann da auch nicht so viel zu sagen, ja, ich weiß nicht, was du immer zu viel zu sagst. Ich kann sagen, klingt gut oder klingt nicht gut, das ist ein bisschen schade. Du bist so dieser typische Reaction-YouTuber. Das finde ich geil. So, weißt du, das fand ich geil. Jetzt kommt noch. Ja, das Video kann man halt sagen, ja. Nein, ich fand's. Ich hab's nur überrascht. Alles, aber yo, keine Ahnung. Es hat Dynamik drin, er bewegt sich wenigstens. Ich fand's ja auch mega überraschend. Lip-Sync ist tight eigentlich. Also ist es wirklich? Finde ich gut. Ja, klar, also ich von der reinen Cam-Quali ist jetzt. Okay, reden wir nicht darüber. Man weiß ja auch nicht, wie viel Anspruch die haben. Es kann ja auch sein, dass es Leute sind, die noch nie ein Video gemacht haben, noch nie ein Musikvideo gemacht haben. Wir haben ja jetzt schon mal Musikvideos gemacht. Gerade Kolja, der probiert ja übel aus und der hat ja generell schon so viel gedreht. Und dann haben wir halt auch schon aufwendige Musikvideos gemacht, wo wir einen Tag, zwei Tage gedreht haben. Für die Cypher hieß es halt, macht noch ein Video. Gar kein Problem, wenn man da dann halt sowas abgibt. Also. Ja, schon nicht. Es ging ja um den Sound eher. Ich find's halt geil, was er für eine Attitüde an den Tag legt. Von seiner Dynamik hat er sehr leise und sehr laute Stellen. Das ist geil. Also es bewegt sich sehr, sehr viel bei seiner Stimme. Und vom Stimmeinsatz generell, wie er Gas gibt, das finde ich geil. Das finde ich mega. Und der wirkt aber jetzt schon was älter, oder? Also ich glaube, der ist jetzt schon am Ende so... Ja, was heißt was älter, mein Gott? Was ich finde, also er ist jetzt nicht unser Alter. Nein, auf keinen Fall. Der ist locker 10, 15 Jahre älter als wir. Ich finde, er könnte öfter mal Pausen machen beim Rappen. Also es ist schwer. Also bei Timmy der Hund fand ich es geil, dass da kurz mal nichts kam, aber sonst geht er ja relativ schnell durch. Josh und Timmy, der Hund. Ja, ist geil. Weil halt jetzt der Gesangspart kommt. Ach, das ist vier, ja, okay. Der hat halt vier Zimmer Küche Bad und der hat auch diesen, der hat in seiner Sprache, er benutzt auf jeden Fall dieses Küche. Küche, vier Zimmer, ja. Küche, Dialekt. Bad. Ja, genau. Zimmer, Küche, Bad, du hörst halt so ein bisschen das Hessische, Rheinhessische raus. Ja, sind das eigentlich alles Rheinhessen auf dem Track? Keine Ahnung, wo die herkommen. Wir kommen ja alle aus dem Rheinland, deswegen. Wie es bei denen ist, ich habe keine Ahnung. Wie findest du jetzt den Gesangpart hier drauf? Das finde ich ganz nice gemacht. Also dieses... Vier Zimmer, Küche, Bad. Das hat, also was er da reinruft, hat wirklich sowas von Radio Badesalz. So. Ja, schon. Und der Gesangspart, weißt du, das ist halt aufgelockert. Die probieren jetzt nicht hier ernsthaft einen guten Gesang hinzulegen, sondern die machen es halt so und ziehen das Ganze so ein bisschen hoch. Aber ich finde, es passt, es ist stimmig. Jetzt weiß man auch, was 4ZKB ist, also so ein Introduction quasi von denen, was sie da singen. Ja, stimmt. Finde ich gut. Ja, haben sich gut established hier. Viel Eiweiß, der wenig fällt. Jetzt im Eckische Bad. Wir sind für euch am Start. Wir sind für euch am Start. Der hat von der Stimmfarbe, hat er was von Green. Von Green? Ah, der hat diesen selben... Weil der hat ungefähr die Höhe von dem.
Ja, der was er halt auch hat, der hat eine sehr starke Bruststimme. Also Green hat ja dieses Stigma, dass er hier in seiner sehr stark diesen Druck gibt. Und das hat er auch so ein bisschen drin. Er singt es anders, er singt es ja auch wieder auf das Gitarrending klingt es alles ein bisschen mehr, ich sage immer metalhaft, aber also metalisch halt. Metalhaft! Ja, aber ich weiß immer noch nicht, was ich von dem Gesangspart halten soll. Ich finde seine Attitüde geil, also dieses hessische. Ist ja ein anderer jetzt, aber. Er jetzt. Ja, der vier Zimmer. Ja, genau. Genau, aber das interagiert ja miteinander. Ja. Sie sind ja trotzdem eine Band. Er ist ja schon sehr im Vordergrund von all denen. Ich finde halt, der Gesang ist sehr. Es passt auf die Tonart auf jeden Fall und auch auf das Instrumental und auch in den Mix. Aber ich finde zum Feeling ist es ein bisschen. Ich weiß nicht, es ist mir, der Kontrast ist mir zu stark. Du hast so dieses epische Feeling und dann kommt jemand so. Also wackelt dich so an mit dem Tequila. Also zieht es damit so. Ja, man kann ja nicht sagen, zieht es ins Lächerliche, aber so. Also hätte das jetzt nur bei einem rein hessischen Gebabbel gelassen, weißt du? Dann wäre ich da voll mit gewesen. Aber das, ich finde es ein bisschen zu krass. Es ist nicht schlecht gesungen, aber ich finde es halt. Vielleicht muss ich mich da auch noch dran gewöhnen. Am Start. Ja, vor allem Sau. Eigentlich ist es, muss ich sagen, technisch gut ausgeführt, weil es ja auch mehrstimmig genau ist. Ja, klar. Also, du hast ja die richtigen Gesangsharmonien drin. Das ist ja so ein Minichor, wenn du so willst. Yeah. Also, der Mix ist interessant. Das klingt so. Kennst du Pumped Up Kids? Ja. Genau, das ist genau dieselbe, also nicht genau dieselbe, aber es ist eine ähnliche Tonhöhe und vor allem mit dem Hall und so weiter, das klingt genau gleich. SHK. Er sieht schon übel aus wie Timi Hendrix. Der hat aber auch eine andere Attitüde. Das kann sein. Also wirklich, Attitude haben die ja alle, das muss man denen ja, wirklich das lassen. Ja, das ist eigentlich schon ganz geil. Die machen alle ihren eigenen Shit. Und ja, guck, oh mein Gott, das Video kräuselt. Ja, und juckt doch nicht, es geht ja um die Musik hier. Schon, ich find's halt. Und es geht um Spaß an der Sache und das ist. Ich finde aber, das sind halt so Leute, wenn die Qualität höher wäre, wird das Gesamtpaket einfach mal deutlich krasser wirken im Endeffekt. Das ist nice. Was? Das fand ich nice. Was hat er gesagt? Ich hab's nicht ganz verstanden. Was sagt er da? Ich fand das Video nice. Ach und er so. Sagt, du willst ein Feature. Ja, genau. Du willst ein Feature, dann schreib doch einen fetten und dann geht's weiter. Also ach dann so, rein das wäre weitergegangen. Ah ja, wie das Ding komplett falsch rum an hatte gerade. Das klingt fast schon, ich finde, es klingt fast schon ein bisschen gefreestyled, oder? Ja. Das klingt original, wie wenn ich freestyle. Du setzt die Aussage nicht ans Ende der Zeile, sondern nur den Reim und gehst dann direkt in die nächste Zeile über, wo du das erklärst, was du gerade vorher gesagt hast. Das ist typischer Freestyle-Flow. Okay, warte. Ja? Er singt ungezogen, wie das Asservaten Kammer Koks ist. Hat auch so ein bisschen was von Menasmus, die Aussage. Mir fällt gerade auf, wenn ein SHK noch ein R und ein E wäre. Das ist Shrek. Oha. Wir sind hier, um die Klicks zu senken. Und wer dankbar, würdet ihr uns Naturalien spenden? Wir essen Wasser und aber trinken stopp. Brot. Hauen lebendig und Wände tot. MC Ginger Vibes. Also vom, findest du? Weil er verstellt, also MC Ginger hat auf seinen Anfangstracks seine Stimme auch die Leute so wissen noch gar nicht, wer MC Ginger ist, Alter. Ja, dann googelt doch. Googelt einfach MC Ginger. Auch ein rein hessischer Rapper aus der Umgebung. Ja, Grüße gehen raus an MC Ginger, wenn du das siehst. Und er hat am Anfang von seinen Liedern, also anfangs bei Alkohol und Bitches zum Beispiel, hat er auch seine Stimme so verstellt. Und gerade wie er einsteigt, das finde ich, klingt sehr nach ihm. Jetzt löst sich langsam so ein bisschen auf. Ich finde, gerade hier kriege ich eigentlich die Alligator-Vibes von 2009. So typisches in Gottes Namen. Ja, vielleicht kriegst du die bei MC Ginger auch. Ja, wo er diese Stimme macht. Ja, stimmt. Ich bin gerade nicht im Takt. Ich habe einen Witz gemacht. Ja, also ja, diese krasse Verstellung, das war ja Alligator früher, hat ja nicht so poppig und nicht so ernst wie heute. Er hat immer noch einen Comedy-Stimmeinsatz. Er hat so dieses manchmal so ein kleines bisschen. Ja, stimmt, ja, aber er hat halt oder manchmal noch früher hat er, den hier. War alberner, würde ich mal sagen. Ja, früher hat er diese tiefenlastige, verstellte Stimme gehabt. So dieses. Ja, stimmt. Und heute ist es eher dieses. Und er macht, finde ich, klingt voll nach altem Alligator. Wir sind hier, um die Klicks zu senken. Hört mal in Gottes Namen einmal von Alligator, ist wirklich sauähnlich. Beide sind wir essen Wasser. Wir essen Wasser und trinken Brot. Hauen Mücken lebendig und Wände tot. Zwischen Metal und Rap. Ich find's aber geil. Hauen Mücken lebendig und Wände tot. Ist halt vollkommen quer. Also so kann man sich halt auch so ein bisschen als anderer, weirder Mensch darstellen. Ja. So ein bisschen. Ist aber, ich find's süß, ganz ehrlich. So, das ist so, kann man hören? Das ist cool. Das kannst du auch deiner Mom zeigen.
Und die wird lächeln dabei. Ja, die probieren halt alle was Lustiges und was Nices rüberzubringen. Und das ist, glaube ich, einfach die Attitude von dem ganzen Track. Einfach was, weißt du, ich selbst und du, wir haben ja ein bisschen probiert, irgendwie was Neues zu machen. Ich habe ja das erste Mal probiert, ein Double Time zu rappen. Ich fand, es ist jetzt auch ganz gut gelungen, hören wir ja gleich. Im Prinzip, jetzt im Nachhinein, denke ich mir so, ja, ich hätte es eigentlich auch nicht machen müssen, weil das ist nichts, wo du angeben musst oder so. Das ist einfach nur, um Spaß zu haben. Ich wusste ja aber nicht, wie die anderen drauf sind und dachte mir, ja, ich steigere mich da jetzt voll rein, probiere mal was Neues. Voll ernst, Mann. Ja, nicht voll ernst, aber weißt du. Oh, ich war ernst, auf jeden Fall. Aber meine Lines sind ja schon im Vergleich zu manchen Groovy Dudes oder zu Koljas Part. Kolja macht halt mehr dieses Groovy Dudes-typische Ding, einfach irgendwelche lustigen Lines schreiben und es klingt ja auch gut und sind auch gute Reimketten dabei und alles. Aber ich habe dann ja wirklich probiert, irgendwie eine Aussage zu treffen und bin ein bisschen mehr, weil da hat man halt gemerkt, dass ich mit dir zusammengeschrieben habe. Weil ich habe probiert, ein bisschen realer zu machen. Die probieren halt alle einfach diese lustige Schiene zu machen. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, hätte ich vielleicht mal mehr einfach ein bisschen mich treiben lassen sollen und nicht probieren, so auf Ernst was hättest du mal lieber mit Kolja geschrieben, so. Aber ich will, also ich meinte, mein Part finde ich jetzt trotzdem nicht schlecht. Ich finde, die Parts sind gut, aber jetzt gerade, nachdem ich den Stuff sehe, ist mir ein bisschen unangenehm, weil ich glaube, das ist zu ernst. Wir passen halt jetzt nicht mehr so in das Gesamtding, wir fallen da so ein bisschen raus, weil wir jetzt einfach gerade, die anderen sind halt noch nicht so ernst. Wir müssen ja noch gucken, was kommt, aber bis jetzt ist es halt so, die machen einfach funny Stuff und ist halt voll geil. Ja, es ist schon ziemlich geil. Und dann komme ich später so richtig angepisst rein, wie so ein aggressiver Gift, ja, den du seit Müsli geschissen hast. Ah, Level in Jam! Ja, Ballerpatron! Am Kindertisch, Position gegen Springer, Hürdenlaufhindernis. Hürdenlaufhindernis. Schlechten Reim reinmachen, denn ich würde für den Reim auch an Weihnachten Schwein schlachten. Können uns nicht von schlechten Reimen reinmachen. Ich würde für den Reim auch an Weihnachten Schwein schlachten. Aber wieso würde er das tun? Es ist halt absichtlich wack. Na, ja. Ja, doch, doch. Position gegen Springer, Hürdenlaufhindernis. Wir können uns nicht von schlechten Reimen reinmachen. Oh, warte, ist halt nicht ernst. Oh, warte, gemeint. Ich habe die Punchline gerade voll überhört, fällt mir gerade auf. Wie findest du eigentlich diesen Lichtschatten-Effekt? Dass das so meine ich doch von vorhin, wo ich gesagt habe, das finde ich so geil. Ich finde, das sieht schön aus. Ah, sorry, Alter, ich habe überhaupt nicht auf dich gehört. Ach, sorry. Am Kindertisch. Position gegen Springer. Ja, genau. Position gegen Springer, das ist ganz kleine Anspielung auf die Bild-Zeitung. Ja, ja. Unter anderem, ja. Springer Verlag ist ja generell schwierig, Alter. Ja, Position gegen Springer. Hürden auf Hindernis. Ja, es ist... Ich habe erfinderisch habe ich am Anfang gehört. Hürden auf Hindernis. Hat er so eine kleine Triolenpassage, das, was du später durchgängig rappst. Aber ich finde es ganz geil. Ist ein Hürdenlaufhindernis, ne? Ist es eine... Ach, Hürdenlaufhindernis. Ja, genau. Ich habe verstanden. Also, Hürden auf Hindernis. Ach, Hürdenlaufhindernis. Ja, ist das eine Position gegen Springer? Weil, ja, es ist ja kein Hindernis, bei Kurz, ja, einfach nur gequälte Scheiße eigentlich. Also, ja, was ich meine ist, dieses Hindernis beim Hürdenlauf, ne? Das ist ja keine... Es ist ja eher... Ach, eine Position gegen Springer, vielleicht soll es so... Ja, ich weiß, was er meint. Er meint damit so, das ist schwierig für die Springer und er stellt sich gegen den Springer Verlag. Das ist die Doppeldeutigkeit. Ich finde es ein bisschen, ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Es ist nicht so klar formuliert, ne? Also man muss jetzt ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken und zu überlegen, was er wirklich meint. Hätte ich gesagt. Ich finde es nicht so klar. Ich finde, vielleicht hätte man auch an der Stelle vielleicht beim Beef was aussetzen können, um so hervorzuheben, das ist seine letzte Line und so ein Vergleich nochmal. Ja, ist ja noch nicht, weil, oder? Der ist ja erst untergegangen bei mir. Ich habe den ja erst beim zweiten Mal hören richtig gemerkt. Hürdenlaufhindernis. Hürdenlaufhindernis. Ja, das liegt auch daran, wie er es betont. Wir können uns nicht von schlechten Reimen reinmachen. Ah, das ist ein neuer, ja. Für das ist geil. Das ist geil. Auch unten mit dem Spielschlag. Raid Shadow Legends ist ein Online-Spiel für deinen Browser. Ja, das ist aber geil. Hier gefällt mir der Gesang deutlich besser, so mit der Harmonie auch im Hintergrund. Das ist nice gemacht. Dann direkt dieser coole Video-Effekt mit der Werbung. Hier spielt halt alles zusammen. So, hier irritiert dich nicht Video-Ebene und Audio-Ebene. Hier ist halt geil. Ich finde, es kommt auch einfach so rein. Also, es ist halt wirklich wie so eine Werbung, weißt du? Du bist schon so da vorne drin und auf einmal, wir unterbrechen. Und du denkst dir so, was geht denn jetzt? Es klingt so ein bisschen wie so eine Pre-Hook, wobei es kommt halt eigentlich gar keine Hook. Ja, aber ich fand es sehr erfrischend. Wie er einfach reinkommt und quasi die Werbepause macht, dann mit diesem Raid Shadow Legends, dachte ich mir auch, als ob die es jetzt durchziehen. Aber ja, die ziehen es wirklich durch. Ja, da kommt jetzt noch ein bisschen was. Aber ich finde es...
Ich fand's echt nice. Es ist auch am Ende eine lustige Punchline. Ja, nicht, dass manche denken, jetzt, weil ich hier die ganze Zeit lache, dass ich mich darüber lustig mache. Ich finde das Real Talk halt sau lustig. Ich hab's halt null erwartet. Wie gesagt, ich hab gedacht, es wird deutlich ernster. Das Einzige, was ich halt gehört habe, ist so, wir waren so beim Videodreh und Koya so, ja, wir müssen das jetzt so und so machen. Und Ruben so, ja, wir müssen das nicht so ernst nehmen. Die rappen teilweise über Raid Shadow Legends. Ja. Raid Shadow Legends? Weil ich mich gefragt habe, jetzt habe ich eben drüber nachgedacht, ein Online-Spiel für deinen Browser. Ich dachte, das ist eine App. Aber gibt es das auch als Browserspiel? Das muss ist ich mich mal. Hey, interessante Frage, ey, ich würde gerne mehr darüber erfahren. Erzähl mir mehr. Legendäre Welten, Kämpfe gegen andere. Das Editing ist aber geil. Für Schleswig-Holsteiner und Schwangere. Das fand ich geil, die Schwangere. Fand ich sehr schön. Sehr schön ausgegangen. Hey, Gesang ist clean, ist cool, ja. Passt rein, ist geil. Und wenn du jetzt nach einem Sinn dahinter suchst. Es gibt Männer, die hämmern, kleben, Frauen mit riesigen Wow. Das ist geil, wenn der Wow singt und dann kommt dieser Wow-Typ im Hintergrund. Das ist eigentlich schon geil gemacht. Guck mal, das ist so simpel. Die stehen hoch, dann kommt dieser Typ dreimal Dots. Aber das finde ich schon funny. Wieder einfach dung, dung, dung. Und dann die Memes im Hintergrund. Das ist dieses ugly Editing. Aber ich finde es... aber das, Bock, das ist ja genau das bei Memes. So ja, ugly Editing ist genau, halt der Standard. Übel. Also ich finde es sau nice. Mega, Alter. Ich finde es auch geil. Wie er lachen muss. Wait, was ist das für ein Game nochmal? Ist das im Hintergrund? Das ist Shadow Legends. Raid Shadow Legends. Das ist Rainbow Six. Das ist dieses Meme, wo da gleich dieser Typ kommt. Ach, ist ja. Das nicht Rise of Civilizations, wo am Anfang alles im dichten Nebel gehüllt ist? Okay, Chris, jetzt her mit der Kohle. Wir haben keinen Bock mehr, uns reicht's. Uns reicht's. Ich bin schon aufgelöst. Oh, was kommt jetzt? Oh, was kommt jetzt? Lass dich impfen, du Zipfel. Das habe ich gar nicht gesehen. Daneben dran war die Kacke, die verschimmelt war mit so langen Schimmelhaaren. Und ich bin reingetreten. Das war so ekelhafte Scheiße, Mann. Ich dann erster Liga. Ekelhafte Scheiße. Also war es ja wirklich. Ja, da also eine schöne Message. Das ist jetzt unser Part. Lasst euch alle impfen, bitte. Ja, das war rein mit der Spritze, raus aus der Pandemie. Ich will das jetzt nicht so unter den Teppich kehren. Ne? Also er ist wirklich beim Dreh in Scheiße getreten. Aber richtig. Ja, darum geht es doch jetzt gar nicht. Ich find's trotzdem witzig. Ja, wir sind ja mit deinem Auto heimgefahren. Junge. Stimmt, davon habe ich auch gar nichts mitbekommen. Und ja, dann jetzt haben wir die da zu dritt rum auf einmal. Ja, ja. Guck mal, und ihr seht schon an meiner Bodyposture, das hat mich so geärgert. Guck, wie eng meine Arme an meinem Körper sind. Niemand hat es mir gesagt. Wie stehe ich denn da? Ja, wie, ich meine, ich mache auch gute Posen auf jeden Fall. Das muss ich sagen, wir wollten da auf jeden Fall dieses coole, yeah, wir sind Rapper und machen coole Rapper-Posen rüberbringen. Aber man fühlt sich dann doch 10% cooler, als es aussieht. Im Nachhinein denkt man so, mäßig. Er hat ja auch gut geeditet. Ja, ich weiß. Das hast du noch gar nicht gesehen, oder? Ja, das Ding ist, glaube ich, warum man sich da nicht so cool findet. Immer wenn man sich schutzlos vor der Kamera sieht als Film, vor allem wenn es jemand anderes gemacht hat, wenn du es nicht selbst in der Hand hattest, hast du das Gefühl, jemand hat was mit dir gemacht. Denkst egal, du immer so, das hätte ich rausgeschnitten, das hätte ich nicht so gemacht. Ja, egal ob es gut ist oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber sobald du nicht beim Prozess dabei bist, kriegst du ein unangenehmes Gefühl, weil du musst, da ist so eine Schutzposition. Ich fühle es auch, deswegen habe ich mich ja auch gerade über mich selbst lustig gemacht. Guck mal, es sieht aus, als ob meine Arme so Magneten dran sind, auch an meinen Hosen, als ob die, die Lego. Sag mal, das Gegenteil von der T-Pose. Ah, und der Lektor hat da schön Merch an, das sehe ich schon. Und ja, das haben wir schon. Wenn man genau darauf achtet, du hast in dem Video unterschiedliche Klamotten an. Oh oh, oh oh. Ja, hier gerade bin ich auch No Cap unterwegs. Ja, da hinten der Move schon. Ich lache die ganze Zeit über mich. Es ist Freitagabend, ich komme in den Morio und Fahrt. Welche Party ist egal, denn ich bin sowieso am Start. Meine Aura macht. Ah, der Move war geil. Ja, heftig. Hat er auch viel geschnitten, also macht er wirklich Action dabei. Auch ja, also das ist ja im Prinzip schon anders, das war ja eben richtig ruhig und jetzt kommen wir da und mit unserem und Lichter und... Muss man auch sagen, Koya hat ja auch im Podcast gesagt, den wir mal zusammen hatten, dass er die Texte bisher nicht selber geschrieben hat, aber mittlerweile... Ich habe es durch ihn erfahren. Mittlerweile hat er sich da voll reingesteigert und macht das richtig übel. Gut. Übel, also das richtig. Ist, wir haben am Anfang haben wir es halt so gehalten, er macht viel Musik, ich mache viel Text, weil ich halt einfach, ich konnte Text ganz gut und er konnte Musik halt gut. Die Kombi ist ja richtig deswegen, stark. Deswegen, das hat sich gut ergänzt und ich habe mich auch nicht so gefühlt, als ob ich nichts machen würde, weil ich habe ja dann viel Text geschrieben und jetzt langsam dreht sich es aber so. Ich bin manchmal in so einer Phase, wo ich merke, ich kriege einfach nichts Geiles geschrieben und dann kommt auf einmal Kolja um die Ecke und hat übelst die Lines und stellt mir die ganze Zeit, wo kommt das denn her? Weißt du, es ist ja nicht so, dass du das lernst oder so. Das ist halt einfach so die Kreativität und auf einmal bei ihm droppt das jetzt übel raus und er kriegt so kreative und gute Lines hin. Einerseits fühle ich mich ein bisschen...
jetzt bedrängt. Bedrängt bei deiner Position. Ja, ja, ich fühl's. Falls in die Groovy Dudes nur noch eine Person. Der Groovy Dude heißt er dann. Also finde ich eigentlich gut, weil ich merke halt, ich sitze dann da und auf einmal droppt der voll die gute Line und da knüpft man dann an. Es ist jetzt noch viel mehr als vorher ein Zusammenschreiben. Man muss einfach nur lernen, wie man Beats baut und ihr seid quitt. Ja, easy. Easy. Ja, ohne Witz, ich finde, wenn du dich da reinsteigern würdest, du hättest voll... Oh, warte, was er dir nicht wegnehmen kann, ist deine Mediengestalterfähigkeit in Sachen digital und Print. Nein, kann er ja auch schon. Ja, nee, aber er kann nicht zeichnen, oder? Nicht so krass. Ja, aber benutze ich ja auch nicht mehr. Also mache ich ja auch nicht viel. Ja, aber du kannst... Du hast doch die Kamera. Ja, jetzt hör auf, mir zu sagen, was ich kann. Ich will nicht, dass du dich umbringst nach dem Videodreh. Weiter geht's. Muss man doch in jedem... Du darfst darüber nicht reden. In jedem Video, wo man über Selbstmord spricht, musst du dann die Hotline anblenden. Ja, musst du immer machen. Ja, wenn du jetzt weiter redest, dann muss ich es wirklich machen, Alter. Jetzt lache ich darüber. Unmensch, Alter. Ja. Ey, ich find's aber krass, dass das mit reingenommen wird. Liebe geht raus. Wirklich. Wir haben, Roof, aber wow. Da muss man sagen, wir haben im Dreher echt viel Scheiße gemacht. Ich bin froh, es dass das wenigstens... Es hat so Spaß gemacht. Also wirklich, da habe ich mal wieder die Leidenschaft zurückbekommen. Wir haben ja schon wirklich viel, wenig gemacht. Ich bin ja auch jemand, ich habe übel Bock zu schreiben, dann treffe ich mich mit Kolja. Schreib richtig viel, eigentlich am Arsch, ich schreibe generell nicht so viel, aber dann kommt einfach nichts Neues mehr, ich sitze zu Hause und ich denke mir nicht, oh, jetzt schreibe ich einen Hammer-Track. Das ist so selten, dass ich noch schreibe und er hat mittlerweile auch keinen Bock mehr darauf und sagt halt jetzt, yo, ich schreibe halt jetzt selbst und bringt dann jetzt selbst auch die Lines. Jetzt verstehe ich so langsam deinen Kummer. Das ist halt wirklich, deswegen kommt er jetzt an, meinst du, ja, ich habe mal wieder einen kompletten Part geschrieben. Gucke ich mir das an, übel die guten Sachen und vor allem ist es jetzt seins, es ist sein eigenes, es ist nochmal ganz anders für ihn zu rappen, weil es ist nicht was ich schreibe und er singt, sondern es ist was er komplett singt. Ist jetzt auch nicht so, dass er vorher nichts gemacht hätte, ja? Ja, ja, klar. Aber ich habe halt mehr Output geliefert. Ja, aber die Gesangsmelodien kamen ja schon eher von ihm immer, ne? So in den Songs, oder? Also die Harmonie ja, auf jeden Fall. Aber weiß ich gar nicht, zum Beispiel jetzt bei hier dem Wir bringen Liebe in die Musik. Ja, von wem kam das? Von ihm. Keine Ahnung. Da ist aber auch mein Lieblingshof. Ich weiß nicht, da bin ich mir echt unschlüssig. Aber doch, also er kann es ja auf jeden Fall gut. Er rennt ja auch direkt immer zum Klavier und spielt es dann ein. Finde ich auch so krass. Das ist so ein Level, da will ich auch irgendwann mal hin, ne? Dass er beim Beats bauen wirklich komplett improvisieren kann am Klavier. Ja, ist geil. Bei mir reicht es vielleicht für ein paar Melodien oder für eine Bassline. Er kann da komplett beides direkt einspielen, so wie er es im Kopf hat. Ist es sick? Reaction oder ein... Wir oder lieben so, alle Kolja. So ein Gruppenpfeff hier. Ah ja, okay, komm mal, wenn es schon so aussartet, muss ich aber auch sagen, Kolja hat so teilweise, nur was zu schreiben angeht, so ein bisschen das Imposter-Syndrom. Also, dass er sich deutlich... Das Imposter-Syndrom. Das gibt's wirklich. Das heißt, du machst eine gewisse Sache und denkst aber die ganze Zeit, dass du nur der Imposter bist und es gar nicht so gut kannst wie der Rest. Dass du quasi eigentlich ein normaler Mensch bist, der sich da eingeschlichen hat. Es klingt weird, aber... Er erzählt halt oft davon, so dass er so unschlüssig ist und dieses und jenes, obwohl er eigentlich schon auf einem echt guten Niveau ja, ist. Ja, also wirklich, merkt das hat sich gar nicht. Ich finde, es hat sich halt wirklich jetzt krass nochmal geändert. Gerade in der Zeit, wo ich halt einfach gemerkt habe, ich schreibe nichts mehr. Er sitzt da und hasselt so die Lines raus und das sind so gute Sachen. Deswegen, also das sind. Kann er sich das klingt, als wäre ich so, als wäre ich so eine Kindergärtnerin, er ist so das Kind nicht das so. Hast der du macht gut. Das mittlerweile richtig gut. Aber ich bin wirklich, ich find's gut. Das hilft uns halt auch enorm, weißt du, wenn da selbst gute Lines bei rauskommen, wo ich dann anknüpfe und er gibt mir jetzt auch Inspiration für neue Lines. Das ist einfach. So soll's sein. Das ist einfach sehr groovy. Fleißig für den Kohlenspagat, yeah. Groovy Dudes sind im Cypher-Eifer, Baby, lass den weiten Kreisen. Das hat er komplett selbst geschrieben. Das klingt so scheiße. Cypher, Alpha, Maybach, Dreisen. Fand ich aber die ersten Zeilen deutlich geiler gereimt. Also dieses Coitus-Spagat und Cosinus-Quadrat. Das ist ein geile fünfsilbige Nomenreime, finde ich stark. Das haben wir zusammengehockt und haben uns zusammen überlegt quasi. Junge, ist doch scheißegal, wer was schreibt, wirklich. Nein, aber da haben wir halt zusammengehockt, zwei ich noch im Discord, haben wir uns überlegt, so, was reimt sich? Cosinus, wir wollten dann irgendwie Cosinus. Dann habe ich gesagt, ja, Cosinus Quadrat, dann sind wir zusammen da drauf. Dann den anderen Part hat er komplett auf einmal, hat einfach mir gezeigt, ey, guck mal, ich habe einen zweiten Part. Ich meine so, hä? Easy. So muss es. Ja, dann konnte ich mich auf meinen konzentrieren, den ich ja nochmal komplett umgeworfen habe. Euer Zauber entfaltet sich ja erst, wenn ihr zusammen jammt und er vollkommen im Beat-Ding drin ist ja. Und vollkommen beim Schreiben. Dann kann man aber auch jetzt in Zukunft mal springen. Also eigentlich habt ihr euch noch weiterentwickelt. Es geht kontinuierlich nach oben. Und ich habe ja mittlerweile selbst, guck mal, ich denke mir selbst Melodien für Tracks aus und so. Also ich sitze zu Hause und schreibe was und denke mir selbst eine Melodie aus und so. Und das sind auch Sachen, wo ich einfach vorher nicht gemacht habe. Also selbst mir eine Melodie auszudenken, wie ein Track klingen sollte oder so. Früher warst du ein Glumander. Heute bist du ein Glutexo. Die Weiber kreischen, wenn sie uns als Nummer 1 auf dem Line-Up zeigen. Yeah,
geile Scheiße. Jeder Rapper mittlerweile so scheiße. Du aussiehst wie Alfred Molina, der Doc Ock-Typ. Ja, da wollte ich halt jetzt so richtig ernst einsteigen. Jeder Rapper mittlerweile liefert größtenteils so scheiße. Ich find's geil, wie du durchrattest da. So blödsinnigen, leichtgenäge, hörig auf den Zeiger. Deine Könige am Mike, wohl eher Ödipus-Vergleiche. Wollen Mutterficker sein, noch klein, höchstens ihre eigene. Wir haben genug verstärkt, ey, die Groovy-Dudes sind back. Mit den unsinnigen Tracks, ey, alles so dummes Geschätzt. Du bist am Meckern und findest es wack, kein Hook ist perfekt. Verschlucke den Text, mir doch egal, gebe 100%, habe immer mein Herz in die Mucke gesteckt. Ah, da muss ich direkt sagen, nicht so Lip-Sync, also nicht so, die Lippen sind da nicht tight. Bei dem Double-Time ist es, ja? Ja. Bei dem Double-Time. Triolischer 16. Double-Time. Lippensynchronität ist leider nicht vorhanden. Ah, Leute, ey, aber diesen Part einzurappen, ne? Ach, das hat auch so eine Weile gedauert. Aber ich muss sagen, ich finde, es klingt echt gut. Es ist jetzt nicht alles an einem Stück durchgerattert. Ich bin zufrieden. Eigentlich und ich muss sagen, das ist ein Step, ich habe was gelernt. Du hast jetzt eine Basis und jetzt kannst du eigentlich drauf aufbauen, dass es noch mehr knallt in Zukunft. Ja. Das wäre eigentlich schon stark. Also du musst halt irgendwann noch das Gefühl entwickeln, wie man das am besten macht und so weiter, dass zum Beispiel das meiste beim Double Time vorne bei den Lippen passiert, wie man den Mund richtig aufmacht und so weiter. Ich hatte die ganze Zeit die Hände vom Maul. Ich muss die Hände hier wegtun. Das war aber auch geil. Wir haben den Text ja geschrieben und dann direkt aufgenommen. Erst mit einem halben Text hergekommen und wir haben den dann zusammen fertig geschrieben. Das war nochmal so ein kleiner Akt und das dann aufzunehmen. Direkt danach. Er muss quasi lernen und rappen auf einmal. Ist schon ziemlich geil, dass es so gut funktioniert hat. Das war aber echt unangenehm. Also ich muss sagen, das war richtig unangenehm, das zu schreiben so ein bisschen, weil ich hatte diese Idee und es hat einfach, ich habe da die ganze Zeit gehockt, es hat einfach nicht funktioniert. Und ich dachte mir irgendwann, Junge, ich will fertig werden, ich will jetzt mal aufnehmen. Wir hatten ja da auch irgendwann einen kleinen Zeitdruck. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, aber es war da doch nicht so entspannt, wie ich dachte. So, ach geil, schreibst mal ein paar Lines. Junge, ich hab's voll verlernt irgendwie. Ja, hast du es nicht verlernt? Du bist halt einfach nur, du wolltest ja, das ist das Ding, wenn du lange nichts mehr gemacht hast und dann direkt was Neues ausprobieren willst. Ja klar, reizt du dich ein bisschen in die Scheiße, ja. Aber du hast ja gut gemacht. Scheiße! Ja, Mann. Jetzt geil. Ich weiß nicht, ich bin so ein alter Cartoon-Fan, fand es immer früher lustig, wenn jemand unter der Brille noch so eine weitere Brille hat. So wie Dings, wie dieser Typ aus Netz ultimativer Schulwahnsinn, so dieser Konrektor. Kennst du? Okay. Natürlich kenne ich den. Auf den Zeiger. Deine Könige am Mike, wohl eher Ödipus-Vergleiche, wollen Mutterficker sein, noch klein, höchstens ihre... Ach, da muss ich sagen, auch eine sehr kreative Line, keine Könige am Mike, wohl eher Ödipus-Vergleiche, wollen Mutterficker sein, noch knallen, höchstens ihre eigene. Lang genug verstärkt, der die Groovy was ist denn eigentlich, was ist denn eigentlich für ein Reim? Was mach ich denn da? Höchstens ihre eigene. Ödipus-Vergleich. Sind es sechs? Ist es ein sechs-silbiger? Ja, ein sechs-silbiger. Kann man schon mal mir, also bin ich aber zufrieden. Das reimt sich jetzt auch nicht alles in. Ja, das reimt echt nicht alles. Aber eigentlich... Gerade mit jeder Rapper mittlerweile, das hat mich übel gestört, da ich nicht anfange mit einem Reim. Ich sag, jeder Rapper mittlerweile liefert größtenteils eine Scheiße und ich dachte mir, Junge, ich brauche da was, weil ich auch aber eigentlich ist immer nur eins, sind immer nur eins bis zwei Silben und so, aber das geht eigentlich. Ich weiß noch, er hat mir das dann so geschickt und ich fand dieses... Oh, da, also, da habe ich aus dem Ö, aus dem was denkst du, wie viel ich schneide? Da habe ich aus dem Ö, habe ich ein Ü gemacht und habe dann sowas gesagt. Ah, ich weiß nicht. Küken schneide ich klein, wie bei Geflügelfleisch rein. Ja, das war geil, aber da wollte ich es nicht benutzen, weil es war ja nicht von mir. Ja, genau. Und es ist aber auch so ein, ich denke mir, Junge, jetzt wenn Kolja was schreibt, denke ich mir auch immer, die Line schreibe ich nochmal um, weil es ist ja dann nicht von mir. Und ich tue mich da so schwer, aber andererseits habe ich am Anfang gerade Kolja halt immer irgendwelche Lines geschickt und er meint halt, nice, nehmen wir. Jetzt umgedreht merke ich so, ich kann es nicht mit mir vereinbaren, was zu rappen, was ich nicht 100% selbst geschrieben habe. Sau dumm. Guck mal, ich könnte dir keinen Vierer komplett übernehmen oder so von jemandem. Also da ist spätestens die Grenze. Ja, wenn genau, man jemand eine Line hat, okay. Obwohl ich das noch nie gemacht habe. Ich merke halt voll, ich will so, dass da meine eigene... Da ist deine Handschrift drauf. I want to... Schöner. Auf jeden Fall auch ein geiler Move. Was denn? Impfen ist gut. Impfen ist gut. Da, wir grinsen. Du bist am Meckern und findest es wack. Kein Hook ist perfekt. Verschlucke den Text. Mir doch egal, gebe 100%. Habe immer mein Herz in die Mucke gesteckt. Step in die Jam, Baller Patros. Das ist schon Real Rap, bevor wir mit Lecter beginnen. Das mit dem Step in die Jam Baller Patros ja, ist auf jeden Fall auch Real Rap. Das ist davor. Du bist am Meckern und findest es wack. Keine Hook ist perfekt. Ich verschlucke den Text. Mir doch egal, gebe 100%. Habe immer mein Herz in die Mucke gesteckt. Okay, das mit dem gebe 100% haben wir ja gerade schon gehört, wie viel 100% ich gebe. Probier schon da Herzblut reinzustecken. Ich habe immer mein Herz in die Mucke gesteckt. Ist halt wirklich ein bisschen melodramatisch jetzt gesagt. Aber ich finde, die Kernaussage, ich habe einfach Spaß bei den Songs und mir geht es darum, Spaß zu haben. Da hatten wir dieses eine Gespräch, wo ich in dem einen Song von uns gesagt habe, weil ich mich auf jede Line freue wie ein Kleinkind, so singe ich das. Das hat mich halt so getroffen, weil das war genau, sagen wir mal, ein paar Monate nach meinem Burnout ungefähr. Ach so, oh ja. Nee, stimmt nicht ganz, das war ein halbes Jahr. Ach so. Und das war die Zeit, wo ich so gar nicht mehr geil auf Mucke war. Da hatte ich gerade ein Instrumental gemacht für einen Song, der hieß Ewiges Versprechen. Hab den auch komplett recorded, das war roh, war es fertig, da hat nur noch der Mix und das Master gefehlt und so ein paar Einzelheiten. Aber das hat sich so gezogen und das hat gar keinen Spaß mehr.
mehr den gemacht. Den hast du nicht rausgebracht? Nee, den werde ich auch nicht rausbringen. Der ist so, also ich fand den stark. Vielleicht irgendwann mal so auf Patreon 5,5. Spendet doch ein paar Barren. Ja, guck mal. Also, ich darf nicht den Faden verlieren hier. Das hat keinen Spaß mehr gemacht. Überhaupt nicht. Das dann zu hören, habe ich mir so gedacht, stimmt, das habe ich mal aus Spaß gemacht. Ja. Das war wie ein Weckruf, Alter. Das war voll krass. Und dann habe ich... Das hat mich sehr gefreut. Hab ich darüber, so da habe ich darüber einen Text geschrieben für einen Song, der heißt Schwerelos, wo ich dann das komplett verarbeitet habe. Deswegen, wegen meiner Line hat es einen Text geschrieben extra. Sagen wir mal, es hat den Ball ins Rollen gebracht. Dann habe ich darüber nachgedacht. Mittlerweile macht es wieder Todesspaß, Mucke zu machen. Und mit YouTube alles läuft. Ey, ist so schön. Ist es so schön. Ey, alles läuft. So schön alles läuft. Okay, geh nochmal zurück, da wir müssen uns ja mal diesen Einstieg was ist, von das mach ich Herrn so Lecter oft, anhören. Das mach ich so oft, meine Lippe. Ja, den hier, Alter. Was willst du? Das ist auch geil. Ist perfekt, ich schlucke den Text, mir doch egal, gebe 100%, habe immer mein Herz in die Mucke gesteckt. Step in den Jet, baller Patron, schaffe ganz im Battle, ich lande nach mit der Westen, bitch, knall dich ab und zerfetze dich. Yeah. Alter, die Penner verbiegen sich nur für die Kinder zum Lachen wie Looney Tunes. Spuck es aus, Digga, das Ding ist durchgekauft wie Juicy Fruit, lächerlich. Junge. Ach, ich find's immer noch stark, ich will jetzt hier nicht so, warte, ich muss, ist die Kamera noch an? Ich hat ein bisschen gekitzelt. Ich muss ja am Mund ausspülen. Ich hab das gerade noch sauber gemacht. Und jetzt ist wieder alles voll. Ich fand's, das ist einfach stark, dein Part. Ich finde, der hat Druck, der hat Power. Du flowst durch, weißt du? Larry Jam, Ballerpatron. Das ist einfach, das macht Bock, dir zuzuhören. Ich finde die Line stark hier. Digga, das Ding ist durchgekaut wie Juicy Fruits. Juicy Fruits, komischer Kaugummi, der irgendwie... lecker war, ich weiß nicht, was ich davon hatte. Den alle gehabt. So. Ja, alle hatten den. Der sieht aus wie diese eine Tankstelle. Der ist nämlich so gelb mit blauer Schrift. Ich verbinde mit Tankstellen drei Dinge. Es gibt einmal eine Tankstelle, die sieht genauso aus wie Juicy Fruits. Einmal der geile Ölgeruch, dann Juicy Fruit und Big Red. Immer so die drei. Und mein Bruder, der dann immer gesagt hat, guck mal, ich wollte gerade schon meinen Namen sagen, Alter. Guck mal, wenn man das Kaugummipapier aufmacht und dran leckt und sich an die Stirn macht, dann wird es irgendwann voll heiß und tut weh, mache auch mal. Echt? Immer. Und wir hatten dann voll die roten Abdrücke auf dem Kopf. Ach, von Big Red nur? Ja. Weil jetzt stimmt. Ja, weil der diese... Ja. Probiert es mal bitte aus und schickt mir Fotos. Dann kann ich Big, so mit die allen Big Red Challenge. Big Red ist so ein Weihnachtskaugummi, weil der so krank nach Zimt schmeckt. Alter, ich finde, der geht immer. So ein Big Red geht eigentlich immer. Ach, Bock auf Big Red? Lass mal ein Big Red holen. Ich finde so schade, dass Up Red sich nicht so genannt hat als Rapper-Name. Big Red. So vertane Chance eigentlich. Digga, das heißt Red. Ich hab Apo, immer Apo, Apo, Apo. Apo. Das heißt Red. Und ach so, zu meinem Outfit noch. Ich war all white. All white. All white. All white. Jeder hat das gesehen. Auch gut mit dem Mimi-Pulli, finde ich. Kuchen hat das auch gesehen. Jeder war da. Alle sagen das. Also ich war all white, fand ich ja ganz cool. Gleich kommt nochmal, lächerlicher, tu nicht gut, ich will es nicht vorwegnehmen, aber lade nach mit der Western Bitch, knall dich ab und zerfetze dich. Wie ist das gesagt? Er ist angefragt. So wie so ein Lyrik-Analytiker, der dann von der Schule sitzt. Lade nach mit der Western Bitch, knall dich ab und zerfetze dich. Ich wusste nicht, was eine Western ist. Ja, ich weiß noch, wenn du mich gefragt hast, Lecter, was ist eine Western Bitch? Lecter... Was ist eigentlich eine Western Bitch? Aber Koya hat mich ja bei dem Dreh öfter mal einfach Lecter genannt. Einfach so. Es kam einfach raus. Bei mir hat es sogar einmal korrigiert und später hat er es trotzdem die ganze Zeit gesagt. Ich versuche, dich beim Namen zu nennen, mein Sohn. Ich will das Kind ja nicht beim Namen nennen. Ich will das Kind ja nicht. Ich finde es immer komisch, Leute mit dem Künstlernamen so richtig ansprechen. Ich meine, ich habe ja jetzt noch keinen, aber kommt ja dann vielleicht noch. Aber es gibt Leute, bei denen passt es. Ja, oder es gibt Leute, die haben so Spitznamen. Die werden so nach Spitznamen genannt. Aber ich bin nicht, in meinem krassen Umfeld gab es niemanden, der richtig heftig Spitznamen hatte. Mittlerweile doch schon einige, wo ich einfach nicht mehr normalen Namen sage. Und jetzt so bei, du hast jetzt diesen Künstlernamen gegeben und jetzt, ich nenne dich aber nicht die ganze Zeit so, ich finde, das ist so ein, du bist ja nochmal ein ganz anderer Mensch. Kannst also es gibt ja Leute, die sind näher an ihrem Image dran, aber du bist ja nochmal ein ganz anderer Mensch. Kannst mich auch, ich bin einfach so ein spezieller. Du darfst mich auch Lecter nennen. Kannst mich sagen auch, sie her, Lecter. Du darfst mich auch einfach Nikolas nennen, wenn du willst. Das ist mein, oha, das ist mein Zweitname. Das ist der Pseudo. Das ist mein Zweitname. Immer wenn ihr nicht Lecter sagen wir jetzt, ach komm, Nikolas. Das ist mein Zweitname, den ich beitrage. Nein, warte, den kannst du eintragen. Mach mal weiter gerade. Ich bin eingefahren. Ha. Du kannst weiter sagen. Ich bin pleite gerade. Oh nein, Alter. Ich habe eine leichte Fahne. Peinlich, warte. Ja, kommt vom Weingelage. Ja, wirklich? Am gleichen Abend. Alter. Wollte ich da noch Eicher haben. Oh, das weiß ich, da war ich leichten baden. Ja, genau. Ja, genau. So war aber reichlich fade. Hm. Verbiegen sich. Ah, was guckst du denn so? Es war nur eine Phase.
So, okay. Also, was ich halt geil finde, ist, ich habe da wieder probiert, halt, das ist ein schnellerer Beat, ich glaube 85 BPM waren das im Endeffekt, und oder 83, irgendwie sowas. Da habe ich halt probiert, so ein bisschen auch Triolen auszupacken, weil die da relativ schnell klingen. Dann habe ich halt direkt versucht, damit einzusteigen, so mit diesem Step in the Jam, Baller Patron. Das kam so aus, da war ich hier so im Studio und habe noch überlegt, ob ich das Feature überhaupt machen soll, und dann kam mir das so in den Kopf. Und dann hatte ich direkt den rein, dann habe ich direkt so überlegt und habe mir gedacht, was ist ein cooler Flow auf dem Beat? Und da hast du diese Snare gehabt, die ganze Zeit so gemacht hat. Dann habe ich versucht drauf zu rappen. Schaffe ganz im Battle ich. Lade nach und zerfetze dich. So in der Richtung. Ist halt geil, weil das so ein Siebensilber ist, der direkt hintereinander kommt, so ohne Zwischending. Und dann hast du direkt diesen Double Time. Da kann man sich drüber streiten, ob man den jetzt geil findet, der direkt kommt. Alter, die Penner verbiegen sich. Nur für die Kinder zum Lachen wie Looney Tunes. Weil die Looney Tunes, ne, die dehnen sich ja wirklich übertrieben hart. Also verbiegen sich für die Kinder zum Lachen. Aber auch eine starke Line. Und wie das und die Delivery. Und dann kommt dieser Binnenreim, Spuck ist aus. Und dann jetzt kommt ein kurzer 32. Flow, also nochmal schnell. Digga, das Ding ist durchgekaut, Spuck ist aus, durchgekaut, wie Juicy Fruit. Ja, okay. Ja, die Line an sich ist jetzt nicht so, also finde ich jetzt, ist jetzt kein, ne? Aber es ist halt eher das Setup für das, was danach kommt. Ich find's halt reimmäßig geil. Dann kommt das, was halt jetzt kommt. Oh, scharfe ganze Battle, ich lade nach mit der Westen, bitch, schneid dich ab und zerfetze dich. Yeah. Alter, die Penner verbiegen sich nur für die Kinder zum Lachen wie Looney Tunes. Spuck ist aus, Digga, das Ding ist durchgekaut, wie Juicy Fruit. Das war das eigentlich für eine Einblendung, die habe ich gar nicht gepeilt. Das war dieses eine Graffiti, wo ich die ganze Zeit gesagt habe, Junge, da müsst ihr was machen. Ach komm, ja, das extra ausgeschnitten und eingeblendet. Ich komme ja jetzt erst drauf, gleich dachte ich mir so, hä, war das mal bei Juicy Fruit irgendwo drin, in der Werbung oder so? Ich hab's halt gar nicht. Kommt einfach so ein Juicy Fruit Riegel entlang. Also das ist ey, ich hätt's gefeiert. Hashtag not sponsored. Naja. Lächerlicher tu nicht gut, die Texte sind mir zu diffus, guck dich um die Besten, hier sind Lecker und die Groovy, so, ja, muss ich kurz stoppen. Das ist so ein geiler Shot. Wirklich. Ja, die haben mich da, ich hab's nicht gewusst. Aber ich wollte das gar nicht. Guck doch, wie unglücklich ich war. Guck mal, mein Rücken ist auch so nicht gerade, Alter. Ich hab so einen Buckel, das ist richtig. Also, falls ihr irgendein Physiotherapeut zuguckt, hey, mach einfach. Bitte mach was mit meinem Rücken. Bitte mach das. Ja, aber geh doch einfach ins Gym. Da, wofür denn? Ich habe meine Haltung. Da kriegst du Haltung. Das ist das Wichtige. Da stehst du immer gerade. Das Gym hat mich gerade gemacht. Ich hab jetzt Haltung, Jungs. Da kriegst du Rücken, willst du sagen. Das Geile ist, dieses Bild habe ich auch gepostet auf Instagram und ein Abonnent hat einfach drunter geschrieben. Hat einfach geschrieben, könnt ihr auch gerne nachgucken. Stabil, auch Chayas am Start. Er hat sich schon korrigiert, da hat er geschrieben, ah nice, ich habe auch erst gedacht, stabil, die haben ja ein paar Chayas am Start. auch eine Chaya am Start, ja. Weil er halt gedacht hat, dass Kolja wegen den langen Haaren hier halt auf der Seite, das ist halt eine von meinen Bitches ist, die ich hier zu Hause habe bei mir. Viele wissen es ja nicht, aber ich bunkere die hier. Die sind halt noch nicht für den Videodreh bereit, das kommt noch. Ich bumse Po in meinem Bungalow. Woher kam das denn? Keine Ahnung. Back in the City mit der Milli unter Tackle, Gepäck, Tackle die Fans. Yo! Was also soll ich jetzt auch noch was machen? Ich muss die benutzen. Ich habe diese Scheißline Checksticker, ich bin textsicher. Die ist, also ist ja nicht mal gut, aber ich finde, es kommt geil. Die Aussage ist nice. Ich habe das so im Kopf, ich habe das seit, glaube ich, seit 4 Monaten habe ich dieses Checksticker, ich bin cracksicher. Checksticker, ich bin textsicher. Und dann kommt irgendwas von wegen, ey, mein Crackticker. Tickt mir Pep. Ich bin mit meinem Rap verbunden, so wie Kabel von Elektriker. Checksticker, ich bin textsicher. Oh, Checksticker, ich bin textsicher. Du bist nur ein Black. Black. Ach, boah, ciao, tschüss. Die N-Bombe droppen wir nicht. Alter, wir sind brav. Kannst du alles raus? Cut. Alles raus. Cut. Wie er lächelt. Fand ich aber auch geil von der Technik. Die Stars sind im Bilde wie Mario 64. Eine Anspielung auf den Spieleklassiker Mario 64 auf dem N64, wo du ins Bild reinhüpfst. Dieser also, Lektor. Diese Sterne, Mario 64, die man einsammeln kann, die sind ja in einem Bild. Die Stars sind im Bilde. Und stimmt. Wir sind in jeder Kategorie zu mächtig. Wir wissen viel. Denn die Stars, das sind wir sind die bekannten Leute. Wir sind im Bilde. Wir sind im Bilde, weil wir wissen. So wie Mario, denn da ist das da im Bilde. Muss man schon sagen. Doppelte Doppeldeutigkeit. Hat mich gecatcht und außerdem, ich mag Mario. Ich finde es halt geil, wie ich das noch mit euch verknüpfen konnte. Denn eigentlich hatte ich einen Vierer und keinen Achter. Und nach diesem scharfe Katze Battle, ich lade nach und so weiter, kommt dann direkt der Mario 64 Vergleich. Ja, aber da hast du noch den Zweier dazwischen geschoben. Vierer quasi. Da kommt, jetzt kommt dann erst dieses Alter, die Penner verbiegen sich nur für die Kinder zum Lachen. Und dann später kommt dann erst dieses lächerliche Tu nicht gut, die Texte sind mir zu diffus, guck dich um die Besten, hier sind Lecter und die Groovy Dudes. Ja. Und das ist halt geil.
Vor allem, weil dieses Groovy Dudes, weil ich noch Platz hatte danach, konnte ich so schön nach hinten ziehen und die Aussage Groovy noch so ein bisschen... Groovy Dudes. Ja, genau. Und dann konnte ich halt direkt sagen, die Stars sind im Bilde, weil erst habe ich ja nur mich gemeint, was ja eigentlich keinen Sinn macht. Ich glaube, da habe ich auch gesagt, dass Stars im Bilde oder so. Aber jetzt ist es halt geiler, weil da konnte ich uns alle gleichzeitig meinen. Ja, bei Mario 64 sind ja auch Stars im Bilde. Sind fixierte Millimeter-Aussage. In jedem Bild kannst du ja mehrere Sterne sammeln. Und das ist ein Fakt. Das könnt ihr googeln. Für diesen Erfolg gibt es den Win der Woche. Der existiert wieder. Der macht Short-Videos auf YouTube, diese Hochkant-Dinger. Ich weiß aber nicht, was ich von Trashback halten soll, Alter. Ich will nicht zu viel gegen Trashy sagen, ne? Aber ich fand's schon hart, dass er so bei Mimi gesagt hat, weil er jetzt Videos wieder gegen Leon macht, sollte er sich einen Psychologen suchen. War schon eine kritische Aussage. Vielleicht sollte man sich wirklich mal einen Psychologen suchen. Nicht jeder, der Leute fesselt, ist ein Sadist, aber viele Sadisten fesseln. Das hat Leon gesagt. Hey, stopp! Was macht Daddy denn hier? Rathaus hat angerufen und bat mich zu kollaborieren, anstatt Freitagabend in die Klotze zu stieren. Dachte ich, wollte ich lieber wieder Stift und Papier anstatt... Aber das ist ein geiler Flow. Fand ich cool. Ich finde, er ist wie er auch einfach, er sitzt da so dominant da, das muss ich sagen. Ich fand eigentlich auch dieses Okay, Stopp, fand ich auch geil. Der Einstieg war nice. Stopp, was macht Daddy denn hier? Roundhouse hat angerufen. Aber dieses, das Roundhouse kommt zu früh, das hat ein bisschen später kommen. Roundhouse hat angerufen. Und bat mich zu kollaborieren, anstatt Freitagabend in die Klotze zu stieren. Dachte ich, wollte ich lieber wieder Stift und Papier anstatt... Klotze zu stieren. Anstatt, und dann macht er eine kurze Pause, fand ich auch geil. Genau. Was sagt er nochmal? Freitagabend. Weil der Glotze zu stieren, folter ich lieber Stift und Papier. Hätte er diese O-Silbe noch weitergenommen, wäre es richtig geil gewesen. In die Glotze zu stieren, dachte ich, folter ich lieber wieder Stift und Papier anstelle. Hey, aber wie das Papier lang slangt, das finde ich auch richtig geil. Welche O-Silbe? Folter ich lieber wieder. Also erst Glotze zu stieren, folter ich lieber. Nein, nicht Stift und Papier, sondern, ja. Folter ich lieber gerolltes Papier. Macht keinen Sinn, aber du weißt, was ich meine. In die Glotze zu stieren, dachte ich, wollte ich lieber wieder Stift und Papier anstelle. Ja. Aber das Papier slankt ja richtig geil. Mühlenleins und hingerotzten Einheitsbrei, bauen die Jungs auf Daddy und sichern sich den Heimvorteil. Halt auch wieder, bremst er wieder ab. Ich verstehe nicht ganz, wieso. Da hätte er durchrattern müssen. Aus irgendeinem Grund wieder einfach langsamer. Da hättest du auch bei diesem bauen die Jungs auf Daddy und sichern sich den Heimvorteil. Da hättest du auch, wenn dann, hättest du auch richtig rausziehen können, hättest sagen können, und sichern sich den Heimvorteil. Da hättest du dann wieder auf die Oder geht das dann? Ich bin nicht einfach lost. Weißt du, was mir gerade auch auffällt? Sehr geile Kappe, Alter. Ich glaube, das ist eine sehr coole Kappe. Fragst du mal. Regel das Geschäft in der Szene, Baller auf Keks im Polo. Schwefelschwarze Cap auf dem Schädel prangert das Venom. Och, wie er hier anteast wieder. Ja, das, und ich war so, och, Mensch. Aber ich find's gut, genau. Die Line kommt tatsächlich erst nächstes Jahr raus. Ich find's... Übrigens, die war komplett Zeile auf Zeile. Wie viel war das? Regelt das Geschäft in der Szene, Baller auf Keks im Polo. Schwefelt schwarze Cap auf dem Schädel, prangert das Venom-Logo. 16-silbiger Reim. Oh, ich weiß ja nicht. Schon Mittelmaß so. Mich zu kollaborieren anstatt Freitagabend in die Glotze zu stieren. Dachte ich, wollte ich lieber wieder Stift und Papier anstelle. Desselben Mühlenleins und Hinkel. Das ist aber auch geil. Leon-Stelle. Guck mal, da zieht er ihn auch wieder vor. Ich probiere jetzt Leon-Stelle. Ja, genau. Das ist geil, wie er die nächste Line schon ankündigt quasi. Das ist geil. Trotzdem Einheitsbrei, bau die Jungs auf Daddy und sichern sich den Heimvorteil. Aber guck, warum bremst er da ab? Bau die Jungs auf Daddy und sichern... Da fehlt eine Silbe. Sichern sich den Heimvorteil. Dann hätte es gepasst, einfach nur sie sagen müssen. Bau die Jungs auf Daddy und sie sichern sich den Heimvorteil. Stattdessen sagt das nicht und bauen die Jungs auf Daddy und sichern sich den Heimvorteil. Es kommt zu früh. Ihr pisst nur am Betteln, seid und scheine leid, werde ich... Was für eine Attitude schon wieder. Ich muss die ganze Zeit sagen, weil hier mit dieser Krücke abgeht. Ich glaube, guck mal, die haben sich kann alle... Kann es sein, dass er nicht stehen kann gerade, dass er deswegen die Krücke hat? Oder er hat einfach eine Krücke da rumliegen. Was ist wahrscheinlicher? Keine Ahnung. Ich habe noch nie seine Beine gesehen, also... Er ist einfach mit vielleicht der Crips. Zeit dabei, jetzt am Boden im Skipperfeuer, ich guck ihn raus wie Flipper. Mit Booty Moosey Stripper bleibt der Booty gut in der Stricher. Ich weiß nicht. Was sagt er? Mit Kugeln raus wie Flipper? Die Reims waren geil. Ich will mal mitbekommen, was er sagt. Der ist jetzt schon relativ schnell gerade. Er ist sehr offbeat gerade, das stört mich so ein bisschen. Wenn ihr Pisse nur am Betteln seid und scheine leid, werde ich pro Sekunde vergütet. Zeit dabei, jetzt am Bruder im Skipper, vorher ich kugeln raus wie Flipper. Mit Booty Moosey Stripper bleibt ihr Booty gut in der Stricher. Fahr die Obwohl, Lanze ein und so. Schau, dass du nicht im Weg bist. Big X ist jetzt am Drücker und bringt Autorität, bitch. Nein. Das ist, was denn? Das ist sehr... Ich find's nicht schlecht. Ich weiß nicht, Alter, ich find's nicht so tight. Ja, das ist halt so das... Wirklich, ich finde die Art... Also ich finde, er rappt sogar von allen, die bisher kamen, außer uns, rappt er... Außer uns, Junge. Und du musst ein Stück weiter rüber, man sieht dich so. Alter, ich bin so unbescheiden gerade. Nein, ich find's gut, aber... Er rappt von allen am besten. Ist es nicht tight? Ich find's nicht ganz tight. Nee, vielleicht liege ich auch falsch, aber müssen wir nochmal kurz sagen.
sind nur am Betteln, seid und scheine leid. Wer nicht pro Sekunde vergütet, Zeit dabei. Jetzt am Mut im Skipper, Feuer, ich gucke raus wie Flipper. Der Feuer ist Kugeln raus wie Flipper. Passt ist so, doch. Ist so, das Ende passt, aber das mittendrin nicht so ganz. Ah, das kann sein, dass es rausfällt ein bisschen. Das Problem ist, ich kann da auch. Das ist eigentlich scheiße, was du mich hier hast. Weil ja, wieso? Halt, das entwickelt sich mit mir voll zu einem Podcast- und Laber-Ding. Ohne Witz, ist jetzt krass. Das ist ja unsere dritte Aufnahme. Wir nehmen jetzt schon seit einer Stunde auf. Wir können viel weniger. Scheiße. Wir können. Was? Ja, Mann. Uff. Wir können viel weniger fundiert da rangehen, weil ich halt immer dich fragen muss, stimmt das, was ich gerade sage, weil ja, ich es nicht weiß. Nicht so ganz, nicht so ganz. Du hast ja deinen Eindruck und ich muss da selbst nochmal überdenken, was ich sage. Ich finde das jetzt eigentlich nicht untight. Warum? Wir gucken mal weiter. Aha, das. Da nuschelt er aber auch. Der tut nicht gut und der. Das ist eigentlich nochmal geil, dass er nochmal so ein Ding reinmacht. Guck mal. Der tut nicht gut und ist. Nochmal zurück, ich will nochmal den kompletten Reim gen. Kugeln raus wie Flipper und dann sagt er mit Booty Moves wie Stripper landet der Du. Achtung, jetzt kommt's. Bleibt der Tu nicht gut in der Strichschart, genau wie Tu nicht gut. Da ist ja der Reim stimmt ja auch da nicht, weil der Reim hat nicht dieselbe Länge am Ende. Weil am Ende sagt er da wie Flipper. Und am Ende macht er da. Und nee, warte, am Ende. Ja, ja, das fahr die Lanze ein und schau. Kugeln raus wie Flipper. Da. Die Moves wie Stripper bleibt dir tunisch gut in der Stricher. Fahr die Lanze gut ein in der Stricher. Ja, aber ich finde. Könnte man als Triolenflow abstellen. Ja, genau. Aber es ist halt. Hey, also ich denke, so war es halt sehr unnötig. Es ist. Meinst du, die Aussprache ist nicht so mega clean? Nicht wirklich, nee. Deswegen habe ich ja bei meinem Part damals richtig viel nochmal weggelassen. Der war ja eigentlich noch. Da waren ja so viele Filler noch drin, also Füllwörter noch drin. Die habe ich ja alle rausgeschmissen. Deswegen ist bei mir auch dieses verschluckenden Text. Normal flow ich da ja einfach durch. Das habe ich einfach nicht hinbekommen. Deswegen haben wir so oft aufgenommen. Wir haben immer mehr Wörter gestrichen. Mein Text wurde auf einmal immer kürzer, den ich schwimmen musste, weil ich gemerkt habe, ich krieg diese Wörter nicht clean ausgesprochen. Ich finde das mit die innovativsten und rappigsten Flows von allen. Ich finde es klingt nice. Also ich finde es float auch gut durch. Also ich habe da jetzt keine Line, die mich stört. Also ich habe jetzt keine Line, wo ich sage, da hakt's für mich. Da sage ich, da stoppt er auf einmal zu sehr. Oder ja, da stört mich nichts dran. Ich finde, das float sauber durch. Es ist immer angenehm, ihm zuzuhören. Ja, guck mal, es tut mir auch wirklich leid, dass ich hier gerade so ein kritischer Typ bin. Wirklich. Weil ich will auch niemandem auf dem Schlips treten. Ja, wirklich so. Das ist schon. Ich will die Pferde nicht scheu machen, sagt man nicht in dem Kontext. Ach, guck mal, mir tut mir wirklich leid. Ich will mich ja nicht verstellen. Ich finde, wie gesagt, ich sehe, was er versucht, was er machen möchte. Und teilweise funktioniert es ja auch. Aber teilweise halt auch leider nicht. Das ist schade. Die Freude in der Szene überwiegt, denn that is bad. Ja, er fühlt's. Ich find's geil. Also, wie gesagt, ich find's halt geil, was. Kuss geht raus. Ach komm, also sympathisch sind die alle. War gut gemacht. Ich glaub, von allen bin ich noch der unsympathischste. Hat Spaß gemacht, war geil. Doch, wirklich, hat übel Spaß gemacht. Props an die Leute. Ich muss jetzt hier mal. Ich übergreife jetzt hier das Ruder. Guck mal ganz kurz hier. So, jetzt hast du. Like. Props an die Leute, die das initiiert haben, an Chris und an Roundhouse, an die ganze Gang. Das ist gut gelaufen, das war geil, wir hatten genug Zeit, das war ja wirklich, wir konnten ja einen Monat oder so, hatten wir ja für alles Zeit. Für Video und extra nochmal für den Text auch einen Monat. Das war richtig gut gemacht, zeitlich. Ja, generell, es hat einfach Bock gemacht. Ich erhol mich. Es hat Spaß gemacht, das war der übelste Input. Ich gucke gerade auf die Cam und ich sehe gerade, wir haben insgesamt schon 80 Minuten aufgenommen. Also das hat auf jeden Fall Futter für Input gegeben. Es hat mega Bock gemacht. Und ich glaube, das lag auch daran, dass ich da war, muss ich jetzt mal sagen. Ich glaube einfach, weil wir halt so viel mehr... Red weiter. Weil wir so viel mehr sagen konnten zusammen. Ja? Weil sonst, du hättest dir angeguckt, hättest deine Meinung gesagt, hättest gesagt so und so. So sind wir mal richtig in den Diskurs gegangen und übel abgedriftet, weil ich die ganze Zeit den Scheiß erzählt habe. Aber deswegen ist es so lang geworden. Also Leute, wenn ihr mehr Reactions mit Ruben von den Groovy Dudes haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Groove Love. Abonniert die Kanäle, kennt die Gang. Groove Love, Hashtag Groove Love, Groovy Dudes Official. Heißt mir Groovy Dudes? Ich glaube, er heißt nur Groovy Dudes. Abonniert alle Kanäle da. Okay, tschüss. Jeep durch die Schlossallee, mit mies viel Kies in einem Givenchy Portemonnaie. Tricks neue Yeezys für 4 Riesen UVP. Plötzlich ballert unser Lied durch das UKW. Wir rollen und wir bladen und wir scooten auf den Helis. Ihr habt vielleicht Style-Mann, aber keiner hat den Stil wie wir. Und sind sie plötzlich auf den Helis, haben sie kopiert. Es ist